Herzlich willkommen zurück hier bei Katastrophe LP in der Nachmoderation. Ich bin der Nomarino, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch ein neues Spiel mitgebracht, diesmal aus der vierten Liga. Der Lemmingfinder gegen die Silencia auf der Arrowhead Map. Ja, Silencia, habe ich lange nicht mehr gesehen. Freue mich, dass ich mal wieder ein Spiel von ihr hier in der Nachmoderation habe. Den Lemmingfinder, den kennen wir schon, der reicht regelmäßig rein. Freue ich mich auch mal ganz, ganz, ganz doll drüber. Wir haben hier die Silencia mit den Alliierten und hier oben rechts den Lemmingfinder auch mit den Alliierten auf der Arrowhead. Das ist die Heimmap vom Lemmingfinder, wenn ich mich gerade nicht irre, ja. Wir schauen sie uns einmal an. Wir haben hier in der Mitte ein großes Gemfeld, umgeben von pfeilförmigen Seen, kann man sagen. Also einmal hier eine etwas symmetrische Map, die gestaltet ist gegenüber den Maps, die wir auch ein bisschen auf natürlicher Basis haben. Ich finde die Mischung immer sehr, sehr gut. Immer wieder Props an unser Map-Team, das alle Maps für die Seasons, für die Ligen hier selber erstellt. Rundherum haben wir ein paar schöne Erzfelder. Ein paar Gems dazwischen. Und da auf jeden Fall reichlich Ressourcen. Aber wer hier die Spiele verfolgt, weiß, dass es bei dieser Map hier auf jeden Fall um die Mitte geht. Dort bewegen sich die Spieler hin und da bin ich mal gespannt, was die beiden daraus machen. Manche bauen hier sogar Schiffe. Mit Kreuzern kann man hier schön Unterstützungsfeuer geben. Manche lassen es sein. Ich bin gespannt, was die beiden machen. Aber wir wollen erstmal einen Blick in die Liga werfen. Wie sieht es denn da aktuell überhaupt aus? Die Silencia momentan mit 42 Punkten, 12 Siegen, 4 Unentschieden, 1 Niederlage auf Platz 1. 3 Spiele muss sie noch machen. Also da wird der Aufstieg, denke ich mal, schon fast gesichert sein. Und der Lemmingfinder momentan auf Platz 7 mit 16 Spielen, 3 Siegen, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen, 26 Punkten. Kann auf jeden Fall noch an die oberen Plätze anschließen und ja, vielleicht auch sogar noch den zweiten Platz, den Flying Ant MBF da einholen, um ihn da einen Aufstiegsplatz strittig zu machen. Wird nicht einfach, aber theoretisch möglich ist es noch. Ja, wir gucken mal in den Aufbau rein. So, was ganz Neues. Also wir haben hier eine Raffinerie-Radar und direkt ein Flugfeld. Beziehungsweise ein Hubschrauber, ein Heli-Landepad. Das habe ich noch nie gesehen. Kaserne. Keine Waffenfabrik, keine Werkstatt, sondern direkt hier auf Helis. Eine ganz neue Taktik, die die Silencia hier gerade rausholt. Also das habe ich noch bei keinem Spieler gesehen, der so früh auf Helis gegangen ist. Kommt da ein ganz, ganz früher Heli-Rush? Ich bin gespannt. Und was haben wir hier? So, Zwei-Raff-Strategie. Bevor die Waffenfabrik-Werkstatt kommt, hier beim Lemmingfinder. Eine Kaserne gebaut, auch für Erkundungseinheiten. Okay, aber eigentlich hat er Einheiten genug. Nee, er nimmt die als Erkundungseinheiten. Hat auch mit den Starteinheiten vorgebordet hier. Das wird wahrscheinlich sein nächster Bauplatz werden. Und ist hier auch ganz fleißig unterwegs. Links, rechts, oben, unten, geht überall hin. Was macht die Silencia? Ja, am Erkunden ist sie auch. Melde mich wie bevor. Aber noch ganz entspannt. Nimmt hier den BMT, um hier einmal die Map durchzuerkunden. So, Waffenfabrik ist draußen. Und ja, Kraftwerk. Nächste Raffinerie wäre nicht schlecht, wenn die hier rauskommt. Weil sonst gehen hier gleich die Rohstoffe aus. Aber für den Start auf jeden Fall nicht verkehrt. So, Lemmingfinder einmal durchgefahren, erkundet hier ganz fleißig die Base von mir. Sieht jetzt hier auch den Helipad schon. Wird gebaut. Bin gespannt, ob er darauf schon reagiert. Mal noch ist es nur eins, das ist nicht gefährlich. Eins kann man noch schnell abwehren, aber bin gespannt, was er daraus macht. Ja, hier direkt 4-5 Helis. Kann direkt den zweiten Beruf rausnehmen, wenn er unterwegs ist. Sehr, sehr spannend. Ja. Minute 4 sind wir jetzt. Von 10 Minuten Cooldown. Das heißt, keine aktiven Angriffe, keine Aggressionen in irgendeiner Form. Unsere Schiris überwachen das natürlich. Und nach Ablauf der 10 Minuten heißt es Feuer frei. So, Silencia hier auch jetzt mit dem BMT durchgefahren. Beim Lemmingfinder sieht jetzt auch ganz klar, wo er sitzt, was er alles hat. Konstruktion abgeschlossen. Muss ja aufpassen, genau. Ja, BMT bewegt sie wieder weg. Nicht aufs Erzfeld hier oben. Sonst fängst du dir hier oben noch eine gelbe Karte ein, weil Sammler müssen vor Passivfeuer geschützt werden innerhalb der 10 Minuten.
sonst ist Passivfeuer erlaubt bzw. nicht verboten, wird nicht geahndet. Ich gucke die ganze Zeit auf dieses Helipad, weil ich denke mir, kommen da jetzt ganz viele Helis? Aber bis jetzt noch nicht. Mal gucken, was Silencia hier vorhat. Kiste. Helm am Auge behalten. Kannst du nicht sehen. Nicht. So, Levin Finder, was macht er? Werkstatt ist draußen hier bei ihm. Das heißt, der MBF wird im Bau sein. Sehr weit aufgestellt mit der Basis. Weiterhin nur ein Sammler bei Silencia. Sie muss gucken, dass sie auf jeden Fall gleich die Ressourcen noch ausbaut. Weil sie auch schon hier anfängt, ein paar Panzer zu bauen. Sonst geht ihr gleich das Geld aus. Also mindestens noch einen zweiten Sammler hier raussetzen. So, Tech-Zentrum ist draußen. Also hier geht es auch gerade massiv schnell Richtung Aufbau. Da kommt der MBF, so der zweite, raus. Ja, bis jetzt geht es bei ihr auch noch. Raffinerie muss hier noch eine hin. Hier noch ein zweiter Sammler vielleicht. Und dann hier hin. Hier. Panzer bohrt jetzt ein paar vor. Ja, MBF ist auf dem Weg. Da kommt der nächste Panzer. Bunker als Tanja-Schutz werden gebaut. Hier ist auch das Strategiezentrum beim Lemmingfinder draußen. So, hier kommt der MBF. So, beide stellen sich jetzt hier wahrscheinlich gegenüber. Werden anfangen hier das Gemfeld abzufarmen. Wir sind in Minute 7. Also 6 Minuten 20 haben wir rum. Minute 7 läuft gerade. Noch Zeit für die beiden hier ein bisschen Ressourcen zu sammeln, bevor es losgeht. Mal kurz gucken. So, der Heli ist auch schon. So, der Helipad verkauft. Okay. Heli hat sie aber davor abgezogen. Vielleicht doch Strategie wechseln. Hat sich vielleicht gedacht, ich mache was anderes. Aber nee, doch was anderes. Doch jetzt überlegt, ich mache es doch nicht. Ah, sie braucht Geld. Jetzt rächt es sich gerade, dass sie hier nur auf einem Sammler fährt. Weil sie muss jetzt hier gerade eine Raffinerie bauen. Und das Geld geht ihr gerade aus. Also da hat der Lemmingfinder wesentlich stärker aufgestellt. So, was haben wir hier? Chronopanzer. Silos werden gebaut. Sehr gut. Weil er geht jetzt hier an die Gems ran und er baut Silos. Wird oft vergessen. Sehr, sehr gut gemacht. So, zwei Sammler hat er hier. Tarnbunker ist auch schon draußen. Tanja Schutz. Hier läuft nochmal ein Schütze durch. Will nochmal ein bisschen erkunden. Ja, er will hier gleich mit dem Chronopanzer hin. In Ordnung. Deckt hier nochmal ein bisschen auf. Wir sind jetzt Minute 37. Das heißt, ein bisschen Zeit ist noch, bis der Cooldown abläuft. Nicht so weit hier vorstellen, ne? Sonst haben die Sammler hier, genau, ja, die kommen auch durch. So, Income ist super da. So, jetzt hier bei Silencia kommt jetzt auch wieder rein. Sie ist jetzt an den Gems dran. Also ich brauche trotzdem mindestens noch hier noch eine Raffinerie, hier noch einen zweiten Sammler und dann noch weiter expandieren. Hier, da kommt die zweite Raffinerie. Jetzt sollte es bei Silencia auch gleich wieder richtig laufen mit dem Geld. So, hier vor Waffenfabrik die nächste. Vorboarding wird betrieben. Das heißt, die Panzerproduktion geht jetzt hier raus. Da auch Kaserne. Zweiter Chronopanzer sehen wir schon. Wir achten gleich zum Start direkt, ob die geschickt werden. Ich gehe davon aus. Okay, er fährt sich mal ein bisschen rüber. Wozu? Braucht er nicht. Macht er? Ja, okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Schattengeneratoren fehlen mir noch. Ja, jetzt kommen hier sogar Chronopanzer raus. Hier dann Schatten gesetzt. Die Lenzi hat noch keine Vollsicht. Lemming braucht sie bald gar nicht mehr, so gut wie er hier erkundet hat. Also Lemming, du musst mal Sowjet spielen. Weil wenn du so gut erkundest, kannst du Sowjet spielen. Das musst du nur halten. So. Panzerproduktion läuft jetzt hier. Es könnte eng werden für die Mia. Wie für die Sinenzia, weil die hat ihre Produktion noch hier hinten verlagert. Müsst du gleich mal auf jeden Fall Panzer vorschicken, weil das war der 9-Minuten-Blitz. Bedeutet, eine Minute Cooldown noch, das Zeichen für die Spieler. Gleich geht's hier los. Und ich nehme an, dass hier gleich direkt ein Chrono-Rush aufs Zentrum kommen wird. Hier kommt Verstärkung von mir. Hat nämlich jetzt Vollsicht. Sieht alles. Sofort. Ja,
sieht auch was der. Sieht jetzt auch die Chronopanzer. Die hat er nicht aus dem Schatten rausgeholt. Hätte er vielleicht im Schatten lassen sollen. Jetzt weiß die Mia, was hier gleich kommt. Ja, ein paar Panzer werden hier auch noch gebaut. Kanonentürme jetzt massig. Klar, die baust du hier. Vierter Kanonenturm. So. Blitz Nummer 3. Das heißt, Cooldown um. Sie dürfen angreifen. Feuer frei. Macht aber noch keiner. Nö. Wir achten hier drauf. Lemming in der Übermacht. Könnte jetzt hier Ryan rushen, wenn er will. Gibt er mir aber noch Zeit, sich hier zu verstärken. Ja, mit vier Kanonentürmen. Mit den Panzern wird das nicht so einfach, hier durchzukommen. So, Kronos gehen los. Wo geht er hin? Ha? Wo ist der Chrono hin? Nee. Ich habe doch gerade einen Chronoblitz gesehen hier. Ist er hier reingegangen? Warum das denn? So, wir müssen wieder ein bisschen die Aufnahme zurückstellen. Wir beschleunigen sich gerade wieder. Moment, das will ich mir nochmal angucken. Also, wo ging der Chrono hin? In die Hauptbase ging er nicht rein. Wir gucken nochmal. Ich habe es nicht gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, verzeiht es mir. Ich will es mir nochmal sehen. Ich will wissen, wo Lemming hier den Chrono reingeschickt hat. Weil er hat hier drei. Ja, auch nicht. Wo ging hier ein Chrono hin? Ich habe doch einen Chronoblitz gesehen. Vielleicht bin ich auch doof. Das war doch ein Chronoblitz. Aber wohin? Leute, ich kann es mir nicht erklären. Ist jetzt auch egal. Wir gehen weiter ins Match rein. Weil die drei Chronopanzer stehen ja auch noch hier. Chronosphäre hat er nicht gebaut. Atomblitz war es auch nicht, weil Atombomben sind ja auch nicht gebaut. Ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig. Ja, muss ich mir nachher mal erklären lassen von den beiden. So, hier steht ein Sammler rum. Nicht so schön. Hat er rüber geschickt, aber noch nicht wieder aktiv zum Sammeln eingesetzt. So, Kanonentürme, Panzer stehen hier. Panzer macht, ja. Ja, wird eng, könnte das sein. So, jetzt kommen die Chronos rein. So, auf wohin geht er? Noch nirgendwo hin. Hat kein aktives Ziel gekriegt. So, und Mia natürlich aufmerksam, hat genug Panzer hier zur Verteidigung. Ja, und bevor der Chrono hier Schaden anrichten kann, wird er auch schon rausgenommen. Da muss er sich was anderes einfallen lassen. Da kommt der nächste. Wo will er hin? Auf die Raffinerie. Ja, kann man machen. Frage ist jetzt, reagiert Mia? Nee, sie reagiert nicht. Ist nicht gut, weil sie hat nicht so viele Raffinerien. Und wird diese jetzt hier auch verlieren, weil sie nicht reagiert. Sie hat nicht, ne, sie merkt es nicht. Sie ist irgendwo anders beschäftigt. Ich weiß nicht wo. Einheit. Ich erwarte Ihre Befehle. Wo ist sie, wo ist sie beschäftigt? Einheit verloren. Wo ist sie? Hier ist sie beschäftigt. Sie ist mit einer Tanya hier reingelaufen. Deswegen reagiert sie nicht. Hier, Tanya Move von der Mia. Hat hier was rausgenommen. Hier was rausgenommen. Auch da spulen wir ein Stück zurück. Wir gucken uns diesen Tanya-Move an. So, da ist DMT durchgefahren. Hat hier ein paar Einheiten rausgelassen. Da unten eine Tanya dabei. Ablenkungseinheiten. Auch nicht verkehrt. Ein paar Rockets und die Tanya mit dazu. So, Tanya geht rein. Kaserne raus. Waffenfabrik raus. Jetzt kommen hier Bunker. Ja, das wird nicht reichen. Damit ist die Tanya rausgenommen. Auch nicht schön. Auch nicht schlecht. Ja, und hier oben natürlich der Chronopanzer, der hier die Raffinerie ausgenommen hat. Und der immer noch rumsteht. Weil irgendwie keiner reagiert. So, Lemming hat jetzt auch gerade noch andere Pläne. Nee, vor, wieder zurück. Chronopanzer mit dabei, den braucht er nicht. Und wieder ein Chronoblitz. Aber was für ein Chronoblitz war das jetzt? Ich verstehe es nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich sehe hier Chronoblitze, aber hier passiert doch gar nichts. Ich bin verwirrt. Weil der stand ja hier schon.
Und der wurde nicht geschickt. Hier unten ist ein Mini-Panzer. Das ist ein BMT, der hier rumsteht. Das sind alles Fußsoldaten. Hier das gleiche. Was blitzt hier die ganze Zeit? Merkwürdig. Ja, wir gucken weiter. So, Mitte genug verstärkt. Hier wird der Lemming nicht mehr so einfach durchkommen. Also das hat die Silencia dicht halten können. Den Kronos rausgenommen. Hat natürlich jetzt hier wieder die Raffinerie gekostet. So. Konzentriert sich natürlich jetzt hier auf Sammeln, aber das sind nur Gems hier. Also muss auf jeden Fall hier gleich noch weiter runterziehen. Ja, macht jetzt ja auch ein bisschen Platz für die Sammler, ja, weil hier alles dichtgestellt war. Muss auf jeden Fall gleich sich darum kümmern, dass sie hier wieder Ressourcen reinkriegt. Also hier wieder eine Raffinerie bauen, am besten hier direkt noch eine. Man kann sich natürlich auch die rechte Position jetzt hier so ein bisschen sichern. So, hier wieder Chrono-Angriff. Oh, direkt vielleicht auf die neue gebaute Raffinerie, aber diesen Lenz ist aufmerksam. Hat es direkt mitgekriegt. Ja, er geht hier auf so ein wichtiges Radar gerade. Wird aber nicht schaffen. Der Angriff geht in die Hose. Der Heli gibt mal ein bisschen Unterstützung. Auch nicht verkehrt. So, aber was macht Lemming? Lemming geht jetzt rein. Er will jetzt hier. Ja, kann man machen. Sind aus dem Schutz der Kanonentürme rausgefahren. Sieht er vielleicht als Chance, hier der Silencia mal ein paar Panzer zu nehmen. So, sie fährt zurück. Macht sie richtig. Hier auf den Schutz der Kanonentürme zurückfahren. Verliert hier aber schon mal ein paar Panzer. Lemming auch wieder zurück, denke ich. Ja. Fährt hier auch wieder zurück, weil hier braucht er sich natürlich nicht auf den Kampf einlassen mit den Kanonentürmen. Das wird nicht klappen. So, hier, ja. Die Sammler fahren natürlich jetzt vor. Die Mitte ist abgegrast. Das heißt, hier muss jetzt gleich sich woanders Ressourcen gesucht werden. So, noch die Silencia geht jetzt hier in den Gegenangriff. Sieht hier den Schwachpunkt vom Lemming vielleicht gerade? Hat nämlich hier die Panzer übermacht. Atombombe reingekommen. Sehr schön. Wo kommt die Atombombe zum Teufel her? Kiste. Das war eine Kiste. Silencia muss eine Atombombe in der Kiste gefunden haben. Hat sie auch direkt mal hier reingejagt. Unfassbar gut. Kann es sein, dass Silencia hier vorhin Chronotransporte in der Kiste gefunden hat? Kann man Chronotransporte in der Kiste finden? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe noch nie einen gefunden. Geht das? Das wäre eine Erklärung, auch wie der BMT vorhin so schnell hinten reinkommen konnte. So. Die Base, die wird der Lemming jetzt hier verlieren. Bauf rettet er noch. Panzer kommen jetzt erst als Verstärkung. Viel zu spät. Die hätten viel früher reinfahren müssen. So, Hafen hat er gebaut, ein Kreuzer gibt hier Feuerunterstützung. Und jetzt hier der Lemming auch mit einem Gegenangriff. Um die Panzer. So, Silencia zieht sich zurück, macht sie richtig. Den Kampf kann sie nicht gewinnen. Muss aufpassen, dass ein zweiter Kreuzer jetzt schon gebaut. Ja, da kommt bis hier vorne hin. Zieht sie vor. Der Lemming könnte das jetzt hier benutzen, um die Silencia jetzt hier richtig unter Druck zu setzen. Verstärkung von Silencia kommt auch schon von unten nachgefahren. Silencia hat ziemlich Geldprobleme. So, kann er hier reingucken? Ja, kann er. Ja, nee, genau. Nee, beschützt seine Kreuzer. Beschützt seine Kreuzer, genau. Weil damit zwingst du Silencia hier rauszufahren. Von den Türmen weg. Macht sie jetzt auch. Also sie hat Panzer übermacht. Der Lemming nicht halten können. Ne, zieh dich mal wieder zurück mit den Schiffen. Das wirst du nicht halten können. Hier die Silencia einfach zu mächtig für den Lemming. So, Schiffe wegziehen. War teuer genug. Ja, genau. Bisschen in die Mitte ziehen, dann kann die Silencia da auch nichts machen. Ja, Zerstörer geben auch ein bisschen Feuer. Genau, ich muss sie wieder zurückziehen, wieder hier auf die Position zurück, aber die Kreuzer können immer wieder vorfahren und hier
der Silencia hier ordentlich in Schlag versetzen. Guck mal gerade, was hier passiert. Neuer Bauhof vom Lemming Finder. Ja, Silencia kratzt immer wieder an der, am Existenzminimum. Jetzt so auch vorhin geknallt. Ja, das Einzige, das waren die Rockets. Also ich glaube, dass die Silencia hier am Anfang ein paar Gadgets gezogen hat. Ja, jetzt fährt er wieder mit den Kreuzern vor. Kann jetzt hier wieder schön die Panzer und die Türme unter Beschuss nehmen. So, nächsten Panzer kommen. Alles rein. Nächster Bau von mir. Ich muss mal ganz kurz die Musik wechseln, Leute. Ja, das ist besser. So, Bau von mir. Sie möchte weiter expandieren. Muss sie auch, weil sie ist noch nicht wirklich weit expandiert. Also vom Aufbau her definitiv Lemming besser. Weil auch hier wirklich, ne, steht da zwar hier rum nach Rider Tours. Ja, beide stehen jetzt hier ein bisschen Rider Tours mäßig rum. Sorry, Rider. Kat hat es ja schon gesagt, den Namen wirst du nie wieder los. Dritter, ne, zweiter Kreuzer immer noch, aber der wird hier weiter, die feuern hier schön weiter rein. So, beide Bauhöfe weiterhin rumstehen. Ja, hier kommt eine, hier ist eine Second Base. Auch schön mit Schatten besetzt. Kann die Silencia nicht reingucken. Der Lemming kann alles sehen bei ihr. Alles. Silencia braucht keine Schatten in der Auto. Ist mir aufgefallen. So, ich glaube, das nutzt er jetzt auch. Na, er fährt ein paar Panzer rüber, um die hier seinen Bau hier oben zu beschützen. Aber er kann genau abschätzen, was die Mia hier hat. Ja, die Kreuzer, die nehmen jetzt hier ja, die Türme raus. Silencia verkauft schon. Muss ich hier was überlegen? Weil hier kommen auch schon die nächsten Panzer vom Lemming. Und das könnte jetzt für die Mia eng werden, das hier noch zu halten. Der Bauhof steht hier immer noch rum. Ja, hier hat Mia aufgebaut. Kratzt jetzt auch dieses Erzfeld von hier unten einmal an. Hier hat sie einen MBF hingestellt. MBF, eine Raffinerie hingestellt. Ja, hier oben könnte immer noch wieder eine wieder aufgebaut werden. Die erste, die hier stand, die war ja schon nicht verkehrt. Ja, hier, die Raffinerien verkauft sie. Macht sie richtig. So, und Lemming sieht jetzt seine Chance, hier reinzufahren. So, Bauhof zieht mir zurück. Lemming auf Vormarsch. Möchte hier reinfahren und der Mia hier die Position nehmen. Aber Panzer übermacht. Ganz klar bei mir. Ja, Zerstörer, Kreuzer feuern hier mit, aber gerade hier den Panzergewusel muss er aufpassen. Ja, fährt jetzt hier auf die Höhe seines Schiffes zurück, nutzt er auch als Verteidigungstürme, aber lässt sich Mia nicht drauf ein. Fährt auch wieder zurück, wahrscheinlich gleich hier auf diese Richtung Höhe, um auch aus der Feuerreichweite zu sein. So, hier kommt ein kleiner Squad, 5er Panzersquad, der hier reinfahren möchte. Frage ist, kriegt Mia das mit? Bis jetzt reagiert noch kein Panzer hier. Doch, Mia kriegt's mit. Und damit, ja. Auf Strategiezentrum. Kriegt das noch? Oh, das sieht gut aus. Ja, kriegt er. Mia blind. Das war ihr einziges. Sie hat nur ein Strategiezentrum gehabt. Und damit hat Lemming jetzt komplett die Sicht genommen. So, jetzt die Frage. Nutzt er das aus? Weil null Erkundung. Natürlich, logischerweise, weil der Schatten ist wieder zugegangen. Was haben wir hier? An Schützen? Wollte ich sagen, kommt er jetzt mit Tanja. So, nutzt er das aus? Weil er kann sich hier komplett reinziehen. Komplett reinziehen. Ohne, dass sie es merkt. Ja, hier brauchen wir nicht durchfahren. So, hier oben bewegt sich eine Panzerfront. Die fährt hier rüber. Ja, er kann sich jetzt hier nähern. Und der Silencia hier ganz schwere Schläge zu setzen. Der Silencia das nicht kriegt. So, Bauhof ist hier rüber gewandert. Auch das sieht der Lemming. Hier könnte er locker mal mit drei Panzer reichen hier. Vier Panzer, fünf Panzer reichen hier. Einfach hier reinfahren. Hier wird nur eine Raffinerie gesetzt. Hier kommen vier Panzer. Hier wird weiter produziert. Hier ist bis jetzt nur ein Kanonenturm. Hier war noch nichts. Auf ein bisschen beschädigt, hat vielleicht eine Einheit versucht, den einfach mal rauszunehmen.
So, hier boardet er vor. Also mir jetzt ganz klar unter Druck. Auch weil sie einfach nicht sieht, wo der Lemming Fighter jetzt herkommen könnte. So, das Spiel beschleunigt wieder. Wir gehen ein Stück zurück. So. Weil sie nicht weiß, wo der Lemming jetzt herkommen könnte. Das ist jetzt ein ganz, ganz großer Nachteil. So, hier ist er am Sammeln. Ja, Panzer vielleicht noch ein Stück nach vorne, aber das könnt ihr nicht sammeln. Und der Lemming kann sich jetzt hier ganz geschmeidig von oben anschleichen. Und hier kann er Schaden zufügen. Die Raffinerie, ultra wichtig. Strategiezentrum wird gerade wieder gebaut. Wird jetzt auch hier zugestellt von mir, so wie ich das sehe. Ja, ein bisschen zumindestens. Aber das sind nicht wenig Panzer. Und die Raffinerie wird hier wieder leiden. Jetzt gerade steht sie gut im Futter, aber das kann sich gleich ganz schnell wieder ändern. So, die Frage, was macht er? Er hat ja Vollsicht. Er kann ja alles sehen. Geht wieder auf Strategiezentrum. Ne, erstmal aufs Radar. Okay. Ja, kann man machen. Dann nimmt der Silenz ja auch das Radar hier. So, Radar hat er rausgenommen, Strategiezentrum hat er rausgenommen. Silenz ja jetzt komplett blind. Und jetzt wieder auf die wichtige Eco. Ja, die Raffinerie wird er noch kriegen. Hier repariert nichts. Ja, und die letzten Panzer verpuffen hier. So, aber auch Lemming gerade wieder mit Geld. Problem, warum? Er hat doch eigentlich hier. Ja, hier könnte man noch eins verbauen. So, nächste Panzer kommen schon. Ich habe schon gesehen, sind schon auf dem Weg. Hier hat er gut verstärkt. Ja, bindet damit natürlich auch die ganzen Panzer hier von der Mir. Weil die kann sie nicht wegziehen. Sonst fährt der Lemming ja hier von hier vorne rein. Die Mir weiß es gerade nicht, dass sie da noch stehen. Aber die kann sich denken, ihr könnt sie auch abziehen. Ne, lässt sie hier. Vielleicht lässt er sie als Backup, falls Mia hier das öffnet. So, Mia jetzt auch mit Hafen. Sie sind's ja. Kann hier den Lemming unter Beschuss nehmen. Ja, jetzt passiert das genau das, was ich gerade sagte. Ein paar Panzer reichen. Und die Vorbase ist hier natürlich dann wieder Geschichte. Hier steht ein Bau rum. Und ja, der wird mit 3 Panzern jetzt hier unter Beschuss genommen. So, was macht die Mia? So, Mia, ja, oh, Mia fährt vor. Hier sind auch nicht alle Panzer aktiv gerade. Wird sie noch versuchen, hier die Raffinerie zu retten. So, aufpassen, weil die Raffinerie wird sie nicht mehr kriegen. Und öffnet jetzt hier auch gerade für den Lemming Finder hier die Mitte. Lemming Finder sieht das natürlich. Bestätigt. Was macht er? Lockt er die Panzer jetzt weg? Er lockt sie weg. Ne, mir lässt sie nicht weglocken. Fährt wieder nach oben. Ah, er wollte gerade durchfahren. Oder macht das jetzt doch. Fährt er durch? Doch, er fährt durch. So, hier, oh, die Panzer, die werden leiden. Oh, das muss er weg, ganz schnell da weg. Das sind so viele Zerstörer und so viele Kreuzer. Oh nein. Das kostet jetzt richtig Panzer. Und Lemming fährt jetzt hier durch. Wohin fährt er? Was nimmt er sich raus? Bauhof. Er fährt erstmal rein. Nicht aktiv? So, Bauhof will er haben. Und das ist Mias letzter Bauhof. Das ist Silencia Schach gestellt. 3 Waffenfabriken, die einen neuen Bauhof produzieren können. Aber jetzt gerade kann sie keine neuen Gebäude bauen. Nicht vergessen, hier unten stehen noch ein paar Panzer. So, er fährt weiter. Er sieht es doch. Er weiß doch. Jetzt nur noch die Waffenfabriken rausnehmen. Und dann ist es schachmatt. Panzer reagieren nicht. Er muss gerade selber reagieren, weil die Mia jetzt hier oben reinfährt und mal zum Gegenangriff ausholt. Und das macht sie richtig. So beschäftigt man auch einen Angreifer. Und Lemming Finder jetzt mit einem riesen Problem, weil er hier oben keine Panzer hat. Und das reicht, um hier alles rauszunehmen. So. Lemming Finder auch. So, beide Waffenfabriken rausgenommen. Jetzt hier noch die hier. Wenn er die rausnimmt, er nimmt sie raus. Ja. Er nimmt sie raus. Ja, Schachmatt.
Mir ist Schachmatt gestellt. Die letzten Panzer, die sie hat, sie kann kein MBF mehr produzieren, sie kann keine Panzer produzieren, keine Gebäude mehr bauen. Und jetzt muss er nur noch Produktionsgebäude rausnehmen. Da, Kaserne, ist glaube ich so das letzte Produktionsgebäude. Ja, geht da drauf. Hafen hat sie noch. Ja, die Base ist Geschichte. Kanonentürme bauen, Kanonentürme bauen. Macht er nicht. So, lässt sich jetzt hier die Base oben rausnehmen. Hier hat er noch was. Hier hat er auch noch ein MBF. Sieht die Silencia natürlich nicht. Weiß er, dass er hier im Schatten sitzt. Fängt auch schon an, wieder Radar zu bauen. Ein zweites schon mal als Backup, weil er befürchtet, auch die Base zu verlieren. Mia kann keine Einheit mehr bauen. Außer Schiffe. Wird sie jetzt natürlich wahrscheinlich auch machen. Wir sind in Minute 27, halbe Stunde. Also im Prinzip braucht Lemmy Finder nur noch aufräumen. Ja, volle Silos, das wird jetzt teuer werden. Guck mal, wie das Geld jetzt runtergeht. Nicht, weil Lemming Finder baut, sondern weil er volle Silos verliert. Also wenn ihr irgendwo volle Silos beim Gegner mal geht, wie ihr seht, direkt drauf. Das wird richtig, richtig teuer. So, hier baut er Panzer, keine Kanonentürme leider. So. Mia weiß es ja nicht, dass er sitzt. Die Frage ist, fährt sie jetzt hoch? So, sie weiß, dass sie ihm die Base rausgenommen hat. Fährt nach oben. Ja. Sucht natürlich jetzt die Basen. So, Lemming zieht seinen Bau hier weg. So, er hat ein Problem. Er muss diese Panzerfront hier loswerden. So, er könnte seinen Bau natürlich jetzt hier hinziehen. In den Schutz der Schiffe vielleicht. Weil er weiß, sie kann nicht mehr bauen. Eine MBF in der Kiste finden. Ja, geht, aber nur wenn sie alle Gebäude verkauft. Sonst ist die Chance viel zu gering. So, hier fahren auch nur Sammler. Ja. So, Mia snackt sich jetzt hier vom Lemming die Basis weg. Baut jetzt hier Zerstörer gerade. Unfassbar. Jetzt die Frage. Ja, Tech-Zentrum hat er auch wieder aufgebaut. Hat er natürlich verloren, aber er hat noch. Sicht. So, jetzt kommt hier der kleine Squad von unten. Aber gut, was soll er mal machen? Ja, ja, gut, kann man aufs Kraftwerk gehen. Hätte ich vielleicht behalten, den Squad, weil hier gibt es ja jetzt nichts mehr Wichtiges auszuschalten gerade. Er muss jetzt ja nur noch Einheiten loswerden. Hier, den Sammler verliert er auch. Den Vorposten hier wird er auch verlieren. Hier steht ein Sammler. Den Vorposten wird er auch verlieren. So, und hier stehen auch keine Kanonentürme. Das heißt, die Mia wird auch da so durchfahren. Ich habe das Befürchtung, dass die beiden sich jetzt gerade hier gegenseitig rausnehmen. Lemming hat zwar als erstes den Schlag gegen Mia gekriegt und die wichtigen Gebäude, alle wichtigen Produktionsgebäude rausgenommen, aber er verliert gerade selber, weil er nicht in die Verteidigung kommt. Er baut hier. Ja, baut natürlich Panzer wieder nach, aber Kanonentürme. Mit Kanonentürmen kannst du das hier schön dicht halten. Und damit kriegst du auch so eine Panzerfront raus, weil die sind ja alle angekratzt. Und dann hast du theoretisch alle Zeit der Welt, um die Reste von mir aufzubauen. Einmal wieder Vollsicht kriegen und dann nimmst du dir alles raus. So, Mia natürlich auf der Suche jetzt hier. In Ordnung. Kann nicht mal mehr ein Radar bauen. Und hat auch kein Radar mehr. Angegriffen. So, hier zwei Panzer. Ja, gut. Und die Ressourcen rausnehmen, bevor Mia hier noch etliche Schiffe baut. Was sie ja gerade auch tut. Ja, die Panzer, so stark sie ist, diese, sind die nicht mehr. Alle angekratzt. Also mit Kanonentürmen wäre das ein leichtes, die hier rauszunehmen. Nee, er hat die Panzer runtergezogen. Sehr mutig. Das ist nämlich auch sein letzter Bauhof, oder? Nee, jetzt hat er hier einen Bauhof gerettet. In den Schutz seiner Schiffe. Aber er hat kein Geld mehr. Er hat kein Geld mehr. Kein Einkommen mehr, kein Geld mehr. Was soll er machen? Ja, er verkauft jetzt hier, kann alles verkaufen. Alles verkaufen, komm. Alles weg. Brauchst du nicht mehr. Ist eh verloren. Bau dich hier wieder auf. Das auch. Verkaufen. Den hättest du vielleicht noch zurückziehen. Den noch zurückziehen. Genau. Mir sucht ihn. Ja, hat ihn auch schon gefunden. Bestätigt.
Hier, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Brauchst du nicht mehr. Behalte das Geld. Bau lieber hier noch eine zweite Raffinerie. Nee, lass da rausnehmen. Wo will er denn jetzt mit dem Bau hin? Nach unten. Weiß doch wohl. Wird gebaut. Ja, gut. Lemming auch nicht mehr. Auch jetzt natürlich ohne Sicht. Radar ist jetzt auch weg, aber er weiß, dass die Mia hier unten sitzt. Ja, Sir. Was versucht er jetzt? Also das ist ein Suizidbauhof. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Von mir nimmt sich hier eine Einheit nach der anderen, aber hier wird sie es nicht schaffen. Hier stehen zu viele Zerstörer, zu viele Kreuzer, also wenn sie hier reinfährt, dann wird sie ihre Panzer verlieren und jeder Panzer ist wichtig. Ja, beschützt jetzt hier ihre beiden Raffinerien noch, die ihr noch ein bisschen Einkommen hier bescheren, um weiter Schiffe zu bauen. Hier flüchtet der Bauhof. Oh, ganz knapp im Schatten. Aber der muss jetzt hier durch. Das wird er nicht schaffen. In Ordnung. Ja. Der Bauhof ist Geschichte. Der wird jetzt hier von den Zerstörern rausgenommen. Ja. Leider falsch geschickt. Aber gut, der Einzige, der bauen kann, ist Lemmingfinder. Jetzt die Frage, kriege ich das hin? So, wir haben wieder hier ein bisschen vorgespult. Das heißt, beide haben sich hier eigentlich so gut wie rausgenommen, aber Lemmingfinder, der Einzige, der noch Möglichkeiten hat, hier nachzuproduzieren. Das Ding ist nur, die Einzige mit Einheiten ist die Silencia. Und die könnte natürlich jetzt hier auch den Bauhof rausnehmen. Und versuchen, die Schiffe rauszunehmen. Aber sind natürlich schwierig, weil... Ja, die Panzer, ob die reichen, wird schwierig. Sind alle sehr ziemlich angeknackst. Also wir haben hier so eine Pattsituation gerade. Aber Mia kann nicht warten. Sie sucht natürlich jetzt hier den Reste vom Lemming. Ob sie die findet, ist jetzt die Frage. Sie weiß natürlich noch, dass die Schiffe hier waren. Der Lemming geht ein bisschen erkunden. Einheit verloren. Baut sich jetzt hier auf. Ja, er muss sich jetzt hier so ein bisschen an der Küste lang bauen. Zum Schutz seiner Schiffe. Wenn er gleich Radar hat, dann sieht er auch wieder hier so ein bisschen noch das Erkundete. Kommt ihm das zugute, dass der Schatten hier nicht zurückkehrt in der vierten Liga. Glaube ich, der Schatten kehrt bei denen nicht zurück. So, Mia fährt jetzt hier kreuz und quer. Tages hat sie den aufgedeckt gehabt. Ja, wenn sie scrollt, könnte sie es sehen. Doch, Schatten kehrt zurück. So, Schützen-Spam jetzt hier. Ja, ob das die richtige Taktik ist? So, hier macht es den Übergang dicht. Ja, fährt jetzt hier mit den Panzern rum und denkt, glaube ich, sie muss nur noch aufräumen. So, BMT nimmt sie raus. Obwohl, ne, sonst würde sie alles mit dem hier. Da stehen die Sammler jetzt hier ein bisschen verkeilt, die Panzer. Blockieren so ein bisschen hier alles gerade. Hier ist eine Kiste. Für mich ja ganz wichtig. Alles, was hier drin ist, kann ihr helfen. Der Sammler nimmt's. Ja, nochmal ein Geldboost. Sehr schön. Immer schön weiter Zerstörer produzieren. Da ist auch noch eine Kiste hier. Vielleicht gleich automatisch eingenommen. Und die Zerstörer können von hier auch ein bisschen Feuer leisten. Natürlich dann die Reichweite der Kreuzer, aber... Ja, mal gucken, was er macht. Das Männchen will sie rausnehmen. Männchen schützen hier, natürlich. Ja, jetzt fährt sie bis an die Küste ran und sieht natürlich jetzt... Er sieht es nicht, aber... Das Automatikfeuer heißt natürlich für... Ja, hier ist was. Kreuzer feuert nicht. Kreuzer haben irgendwas anderes anvisiert. Ich weiß nicht was. Warum feuern die nicht? Ja, die Kaserne holt er zurück. Baut hier nochmal eine Raffinerie. Die baut er ab. Okay. Jetzt ist immer hier mit dem Panzer reingefahren, um mal zu gucken, was hier eigentlich ist. Und jetzt sieht sie, dass hier Bauhof steht. Kann sie den angreifen? Nee, reicht nicht. Sie versucht es. Doch, ein, zwei Schiffe schaffen es. So,
Kreuzer von Lemming feuern auch. Ja, ein Zerstörer, wenn er hier ist, da kommt er ran. Aber Lemming zieht ihn jetzt zurück. Ja. Geht hier außer Reichweite der Zerstörer von der Mia. Und Mia hier schön weiter am Aufdecken, am Suchen, sucht die Einheiten. So, jetzt die Frage, ja, sie drängt ihn natürlich jetzt hier so ein bisschen weg und könnte natürlich Lemming jetzt hier auch die Reste nehmen. Mein Gott, machen die beide das spannend. Wir sind Minute 36, das heißt, wir haben noch 25 oder 23 Minuten noch. Also noch genug Zeit für beide Spieler hier was aufzuräumen. Naja, will sie nicht reinfahren? Nee, noch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Doch, macht sie. Geht mal auf Mias Sicht. Hat zwar kein Radar mehr, aber sie sieht natürlich das, was wir gerade sehen. So, ah, hier holt sie auch die Panzer. Sie sieht, dass der Lemming sich hier wieder aufbaut. Sie weiß, sie muss es unterbinden, sonst hat sie verloren. So, wir bleiben auf der Sicht von Silencia. Um zu sehen, was sie macht. So, Schiffe werden vorgesetzt, Panzer werden vorgesetzt. Ja, Sir. In Ordnung. Die von hinten werden auch geholt. Wir brauchen Silos. So, Schiffe wieder vor, ja, aber hier ist das Kreuzerfeuer. Muss er aufpassen. Und wenn die so auf dem Haufen stehen, treffen die immer. Ja, außer hier hinter der Küste. In Ordnung. So, jetzt fährt sie rein. Will sich hier die Reste vom Lemming Feinde holen. Und das sollte eigentlich klappen. Genau, Schützen einfach drüber fahren, Panzer rausnehmen ganz schnell. Bevor die angeknackst und verlierst, nicht zu nah an der Küste kommen natürlich. So, Bunker, Schützen holen. Bauf rausnehmen, genau, das ist nämlich der letzte. Und das war's. Das war's auch für den Lemming. Ich frage mich, wie die beiden das jetzt hier auflösen wollen. Die einzige Chance, die noch bestehen könnte, wäre, also Mia verkauft alles, alle Gebäude, sucht sich vorher am besten eine Kiste, verkauft alle Gebäude in dem Moment, dann wird sie einen MBF kriegen. Weil wenn man keine Gebäude mehr hat, liegt die Chance zu 100%, dass man da einen MBF rauszieht. Sie weiß nicht, dass sie ihn jetzt auch komplett Schachmatt gesetzt, aber sie wird es jetzt eigentlich merken. Weil da wird jetzt vom Lemming Finder nichts mehr kommen. Ja, die Schiffe verliert sie hier. Ja, zieht sie jetzt wieder zurück. Okay. Ja. So, Lemming kann jetzt nichts mehr machen, Lemming Finder. Der kann jetzt nur noch hier sitzen und warten eigentlich auf seine Vernichtung. Ein paar Schiffe kann er noch bauen, während die Sammler hier noch am Sammeln sind. Zerstörer wird er wahrscheinlich auch machen. Ja, hier fährt er mit dem Sammler ein bisschen rum. Weiß nicht, ob er mal Kunden ist. Vielleicht sucht er auch eine Kiste. Ne, er parkt den hier oben. Das sieht so nach, ich verteile meine Einheiten. Ja, Minute 40 jetzt. Aber gut, er weiß, dass das noch lange dauern wird, bis Mia das überhaupt rausnehmen kann. Beziehungsweise sie kann es ja gar nicht. Ja. Pattsituation, würde ich sagen. Was machen sie? Warten die jetzt hier 20 Minuten, bis das Spiel vorbei ist? Ich weiß es nicht. Ich würde mal behaupten, weil Lemming das uns eingereicht hat, nicht, dass es nicht so sein wird. Dass hier noch irgendwas passiert. Aber die Sache, die einzige... Ja, Lemming hat auch noch ein bisschen Geld. Er könnte das Geld jetzt saven eigentlich. Ein bisschen Geld ansammeln. Um nochmal einen Neustart wagen zu können, aber dazu muss er die Gebäude verkaufen auch. So, Mia verkauft nicht. In Ordnung. Fragen, was macht sie? Ja, sie sucht einfach nur. Ja, Sir. Ob hier noch irgendwas ist. Aber mehr auch nicht. Bestätigt. Wir brauchen Silos. Ja, wir nutzen einfach gerade mal die Zeit. Wenn ihr euch das hier gefällt, was wir übrigens machen, die Nachmoderation, die Videos, freuen wir uns natürlich über einen Daumen, ein Like, ein Abo hier auf dem Kanal. Und wer mal Lust hat mitzuspielen, einfach mal die Links in der Beschreibung auschecken. Dort findet ihr
die Seite www.katastrophe.lp.com. Alle Links auch zum Discord. Einfach mal beitreten. Jeder darf mitmachen. Jeder ist willkommen. Egal, ob ihr nach 20 Jahren mal wieder dieses Spiel herunterladen wollt, anpacken wollt oder ob ihr sagt, ich gehöre eigentlich hier zu der Elite. Ja, komm mal hier, mess dich mal mit unserer Elite. Die Jungs aus der ersten Liga, die werden dir nochmal zeigen, was noch so möglich ist. Ja, komm, ja, ich will ein bisschen triggern. Und, oder einfach nur so, um mal wieder abends vielleicht nach Feierabend hier ein paar Runden ganz entspannt mit ein paar Leuten hier Command & Conquer Red Alert zu zocken. Ohne Liga, gar kein Problem. Einfach mal vorbeikommen. Ja. Hier haben sich ein paar Sammler verkeilt. Hier passiert nichts. Also Mia ist hier am Rumfahren, sehen Sie ja, ne? Fährt hier. Sucht einfach nur, deckt jetzt hier so Karte auf, sucht Einheiten. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Baut nebenbei weiter hier. Wird gebaut. In Ordnung. Zerstörer. Jo. Lemming Feinde das gleiche, baut Zerstörer, sammelt Ressourcen. Bewegt aber sonst keine Einheiten. Hier ist ein Kreuzer. Wie ist der da hingekommen? War hier noch ein Hafen vorhin mal? Gar nicht aufgepasst. Wie ist der Kreuzer da hingekommen? Also wenn wir gleich einen Chronoblitz sehen, dann wissen wir, dass er den immer irgendwann rüber chronisiert. Hat er das vielleicht gemacht vorhin? Einen Kreuzer mal per Krone rüber geschickt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Weil anders kommt er ja hier nicht hin. Oder er stand kurz im Hafen. Kann ja auch sein. Ist aber auch gerade gar nicht mehr so wichtig, weil, ja, der steht hier ziemlich alleine. Und kann auch so nichts mehr ausrichten. Außer natürlich da rumstehen und ja, nichts tun. Ja. Also wenn es gleich wieder beschleunigt, ja, jetzt sind sie. Wenn es gleich hier wieder beschleunigt, dann werden wir die Beschleunigung mitnehmen natürlich. Wenn doppelte Geschwindigkeit läuft. Ich befürchte, hier passiert gleich noch was, aber ich weiß nicht was und ich weiß nicht wann. So, Schiffe fahren vor. Das bringt ja nichts. Ja, riesige Zerstörerflotte. Jetzt in doppelter Geschwindigkeit und da bleiben wir auch erstmal. So. Silenzia geht mal gucken. Ja, sieht, dass hier noch Gebäude stehen. Weiß auch, dass hier noch Schiffe stehen. Nicht zu wenig. So, die Kreuzer von Lemming, die feuern jetzt einfach hier pauschal irgendwo hin. Hat auch Feuer gestellt. Schiffe fahren zurück. Er sammelt fleißig weiter. Mia produziert gar nicht mehr gerade. Sogar, nehmen wir das mehr. Doch, jetzt produziert sie sogar noch. Ja. Ja, die drei Panzer, die können natürlich noch nichts ausrichten. Muss er schon alle nehmen. Auch selbst das wird schwierig. Ja, aber wie will sie hier Zerstörer rausnehmen? Aber gut, sie versucht's. Sie weiß ja, schlimmer kann es nicht werden. So, Gebäude raus. Ja, will ich auf die Schiffe gehen. Ja, dann müssen sie aber hier die. Kraftwerke rausnehmen, sondern die Raffinerie rausnehmen, damit hier kein Income mehr kommt. Ja. Aber das war's auch. So, hier stehen noch drei Sammler rum sogar. Na, jetzt fahren sie wieder sammeln. So. Das sieht so ein bisschen nach Beschäftigungstherapie aus hier beim Lemming Finder. So, hier oben fährt ein Panzer ein bisschen erkunden. Deckt so ein bisschen Schatten auf. Oder sucht vielleicht eine Kiste. Wir können ja mal mitsuchen, ob wir eine sehen. Na genau, hier fährt ein Panzer rum. Wir bleiben einfach nochmal gucken. So, und damit weiß wir eigentlich, dass hier nichts mehr ist. So, hier von zwei Seiten wird es mit Kreuzern unter Beschuss genommen. Bestätigt. So, der eine Panzer wird es nicht schaffen. Bestätigt. Kommen wir noch ein paar Panzer mehr. In Ordnung. Ah, genau. Jetzt müssen wir die Raffinerie rausnehmen. Zumindest, dass jetzt hier nicht noch mehr Zerstörer nach und Kreuzer nachgebaut werden können. Zerstörer zumindest noch. So, Raffinerie raus.
Sammler stehen. Damit. Bestätigt, in Ordnung. Bestätigt. Auch. Beim Lemming Finder. Alle Gebäude bis auf. Was war das denn? Moment. Was war das? Gucke zum Maler. Was war das denn gerade? Moment. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ich habe hier gerade so ein ganz komisches Symbol. Will ich mal sehen. So, wir haben jetzt hier ein, zwei Panzer, drei Panzer. So, der ist raus. Nochmal. Okay, ich hatte gerade irgendwie hier einen Grafikbug, glaube ich gerade. Dachte ich noch nie. Das sah gerade so merkwürdig aus. Sammler nimmt sie raus. Hier steht noch ein Bobby rum. Den Sammler hat sie nicht gekriegt. Joa. Ich würde behaupten, das ist ein gesichertes Unentschieden. Weil wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Und, ja. Beide verkaufen auch nicht. Geld hätte Silenz ja zumindest noch, um noch versuchen, einmal neu zu starten. Der Sammler, ne, weil Raffinerien hat es ja auch noch. Aber das wird von der Zeit her nicht reichen, um hier die ganzen Schiffe rauszunehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Jo. Ja, solche Matches gibt es auch. Kommt sehr selten vor, dass beide Spieler sich so rausnehmen und damit ihren beiden Flotten da gegenüberstehen. Also der Form habe ich das so noch gar nicht gehabt. Aber so kann es auch laufen. So, da ist eine Kiste. Alles verkaufen. Kiste aufsammeln. Kiste weg. Okay. War eine Chance. Da stehen Sammler rum, hier stehen Männchen rum. Ja, da ist eine Kiste. So, jetzt aber. Hier. Alles verkaufen, Kiste aufsammeln. Nein, nicht so aufsammeln. Sorry. Ich hab gedacht, hier passiert aber was. Nö, aber hier wird nichts mehr passieren. Ich mache jetzt etwas, das mache ich sonst nicht. Aber jetzt gucken wir mal. Ich scroll jetzt gerade mal so die letzten Minuten der Aufnahme durch. Für euch, weil wir jetzt nicht die Aufnahme unnötig hier in der Länge ziehen werden. Ja. Aber wie ihr seht, es hat sich hier am Bild nichts verändert auf der Map. Nö. Ja, dann würde ich sagen, weil hier auch gleich Feierabend ist. Ich warte, ich möchte gerne nochmal die Stats haben. Das kann ich aber nur, wenn hier das Match offiziell beendet ist. Wenn ich jetzt hier rausgehe, sehe ich keine Stats. Die würde ich aber gerne immer auch mal mit dabei haben. Dann müssen wir noch uns ein Minütchen gedulden. Dann ist hier auch die Aufnahme gleich vorbei. Unentschieden. Silencia kann ihre Führung oben nicht ganz festigen. Lemming Finder wichtige Punkte gesammelt, um da seinen Ligaerhalt auf jeden Fall zu sichern oder vielleicht nochmal die oberen Plätze anzugreifen für einen Aufstieg, weil auch in der vierten Liga ist noch nichts komplett entschieden. Gar kein Fall. Ja. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Lasst bitte ein Like da für das Video, Abo, Kommentar wäre super. Das hilft dem Algorithmus, dass noch mehr alte C&C-Veteranen hier den Content hier wiederfinden. Wir haben so viele, die täglich kommen und Kommentare schreiben und Nachrichten schreiben. Ey, klasse, was ihr hier macht. Ich habe das früher so gerne gespielt. Wegen euch habe ich es mir jetzt wieder runtergeladen. Und so, das freut uns natürlich wahnsinnig. Und vielleicht finden wir noch mehr. Unsere Community wächst und wächst und wächst und wächst. Genau. Oder wenn ihr dann vielleicht einfach nur zuschauen wollt. So, ja. Das war's.
Die Aufnahme ist beendet. Wir gucken, kriegen wir Stats? Wir kriegen doch bitte Stats. Nein, kriegen wir leider nicht. Schade. Dann, macht's gut. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.